Willkommen zum Rift Report, eurem neuen Patch-Rundown, bei dem ihr die offiziellen Changes von Riot direkt zum Release bekommt. Also schneide ich an und lehne dich zurück. Als wichtige Info vorab, mit diesem Patch wird Riots neuester PvE-Modus Swarm auf die Live-Server kommen. Ich habe den Modus auf dem PvE schon stundenlang weggesuchtet und kann ihn nur empfehlen. Der Modus wird am 17.07. um 17 Uhr deutscher Zeit freigeschaltet. Auch Aurora kommt auf die Kluft, allerdings etwas später, nämlich am 17.07. um 21 Uhr deutscher Zeit. Springen wir damit direkt zu den Champion-Buffs. Aphelios bekommt für gleich drei seiner Waffen Buffs auf der aktiven. Für beinige Clips der lila aktiven gibt es mehr Base-Damage auf den späteren Leveln und der Welten mehr AD-Scaling. Das gleiche geht auch für Sentry aka die aktive der weißen Waffe. Die rote Waffe Onslaught bekommt ebenfalls mehr AD-Scaling. Cho'Gath bekommt auf den späteren Rängen etwas mehr Q-Base-Damage und der Base-Damage des E geht von 22 bis 82 auf 20 bis 100 hoch. Jace bekommt 5 zusätzliche Base-Damage auf allen Rängen des Range Q und auch das Bonus-AD-Ratio ist um 5% höher. Sion ist momentan einer der schlechtesten Tanks im Spiel, daher bekommt er nun statt 10 bis 14% Max HP Damage auf seinem W 14% Max HP Damage Flat. Smolder bekommt einen Minibuff und darf sich über 5 zusätzliche Base AD auf jedem Level seines Q freuen. Zed bekommt auf allen Leveln des Q 10 zusätzliche Base Damage und sein E Cooldown Refund geht von 2 auf 3 Sekunden hoch. Bei den Champion Nerfs muss sich Bewef zunächst von 25 Base Attack Range verabschieden, dazu geht allerdings die Bonus Attack Range ihrer Ult von 50 auf 75 hoch. Brand wird auch nochmal genervt, er verliert auf jedem Level des E 5 Base Damage, dazu geht der E Cooldown von 12 bis 8 Sekunden auf 13 bis 9 Sekunden hoch. Corki ging in letzter Zeit wirklich jedem auf den Keks, daher verliert er nun 30 Base Leben. Fiddlesticks Q wird nun durch Yasuo's Windball, Braum's Unbreakable und Samira's Blade Wall geblockt. Jax war zuletzt vor allem in den höheren Rängen zu stark, daher geht sein E-Cooldown auf den frühen Level nun in die Höhe. Kindred verliert etwas Attack Speed auf ihrem Q, dazu geht das Q-Bonus AD Ratio auch um 10% runter. Lelia ist seit langer Zeit extrem stark, daher verliert sie nun deutlich an Champion Healing, dazu verliert ihr E 10% AP Ratio und 10 Base Damage auf einen Rang. Nidalee verliert zunächst Base Damage auf ihrem RW und RE, dazu muss sie auf dem RE nun auch Prozent AP Ratio verlieren. Dafür dürfen sich nun alle AD Nidalee Enjoyer freuen, denn der RW und RE bekommen ein deutlich besseres Bonus AD Ratio. Rumble ist im Pro Play ein echtes Monster, daher verliert er nun auf seinem Q deutlich ein Base Damage auf den frühen Leveln. Der Minion Damage Modifier geht von 55 bis 75% auf 70% Flat runter. Der Q hat nun allerdings keinen Minion Execute Effekt mehr. Dafür macht der Flamespitter nun einen Bonus Damage Tick, wenn der Flamespitter den Minion killen würde. Tristana kriegt endlich mal richtig einen auf den Deckel. Sie bekommt zunächst 50 mehr Base Mana. Dafür kostet der Q allerdings statt gar nichts 50 Mana. Und verliert auch noch auf allen Rängen 15% Attack Speed. Der W verliert allerdings 10 Mana-Kosten. Syrah hatte in letzter Zeit einen insanen Beliebtheitszuwachs. Der Base Damage ihrer Pflanzen geht daher runter. Allerdings bekommt sie nochmal 2% mehr AP Ratio auf ihren Pflanzen. Und der Bonus Monster Damage geht im Early ein kleines bisschen runter. Kommen wir zu den Champion Adjustments und dort zunächst zu Aurelion Sol. Er bekommt mehr Base AD, dafür gehen aber die initialen Mana-Kosten des Q drastisch in die Höhe. Die Full-Channel-Mana-Kosten bleiben unverändert, da nun der Mana-Kosten-Tick erst nach 1,25 Sekunden startet. Kurze Trades mit Q sind damit nun deutlich Mana-intensiver. Die W-Base-Range geht von 1200 Units auf 1500 bis 1900 Scaling hoch. Die E-Mana-Kosten gehen von 80 bis 100 auf 80 Mana Flat herunter und der E slowt nun auch Jungle Monster vollständig. Dazu bekommt die Ult nun 10% mehr AP Ratio. Der Ult Upgrade Shockwave Multiplier geht allerdings von 100% auf 90% runter. Hecarim's Adjustment ist im Prinzip einfach nur ein Buff. Er bekommt mehr Leben pro Level und der W halt für mehr, wenn auch die V-Duration eine Sekunde kürzer wird. Dafür geht aber auch der W-Cooldown von 16 bis 14 Sekunden auf 14 Sekunden Flat nach unten. Der E-Cooldown geht von 18 Sekunden Flat auf 20 bis 16 Sekunden Scaling hoch bzw. runter. Irelias Adjustment sorgt dafür, dass ihre Passive nun etwas mehr Attack Speed gibt und vor allem linear auf den Leveln 1 bis 18 skaliert. Dafür verliert sie allerdings 0,5 AD pro Level und die Flat Cooldown Reduction des Qs, die es mit jedem Ultran gab, wird von 0,5 bis 2,5 Sekunden auf 0,5 bis 1,5 Sekunden genervt. Bei Melius Adjustment nerft man den Passive Damage so richtig. Anstatt 15% Ally AD Scaling gibt es nun 7 bis 15% Ally AD Scaling auf den Leveln 1 bis 9. Dazu wird der anschließende Flat Damage von 15 bis 50 auf
10 bis 50 genervt. Sein Q-Cooldown geht um 2 Sekunden nach unten und auch die Range des Q ist nun 200 Units länger. Dazu gibt es nun bei einem Championhit 50% der Mana-Kosten zurück. Sein W hat nun statt einer 700er Unit Recast Range eine 3000er Recast Range. Allerdings bewegt sich der Cozy Campfire Ring, nenne ich es mal, langsamer, wenn er einem Ziel folgt, das mehr als 2500 Units von Milio entfernt ist. Bei all diesen Buffs nerft man natürlich auch seinen E und das so richtig. 15 Base Sheet verliert er auf jedem Level. Dafür gibt es allerdings 15% zusätzliches AP Ratio. Bei den Systemänderungen wird endlich Absorb Life genervt. Aus 2 bis 20 Healing, die linear skalieren, werden nun 1 bis 23 Leben, die mit der Base Stat Progression skalieren. Das bedeutet schlichtweg, dass die Rune auf den Leveln 1 bis 12 massiv genervt wurde und auf den Leveln 13 bis 18 besser ist. Warmox ist momentan das wahrscheinlich beste Item im Spiel, daher braucht ihr nun 1500 statt 1300 Bonusleben, um die Passive nutzen zu können. Das war's für diesen Rift Report. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig, wenn ihr uns mit einem Like oder Abo unterstützt. Nicht vergessen, auf unserem Insta- und TikTok-Kanal gibt es zusätzlich mehrfach wöchentlich weitere League of Legends Videos und unsere maximal 2 Minuten langen Mini-Patch-Rundouts. Bis zum nächsten Rift Report. Möge deine Elo hoch und deine Winrate noch höher sein.